Yay. Ja, damit herzlich willkommen zu der 100. Folge The Binding of Isaac, beziehungsweise The Legend of Isaac Rebirth. Diesen Titelscreen habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Denn das letzte Mal, als ich die Mod vorgestellt habe, da war der irgendwie noch nicht da. Aber die Musik ist schon geil, also eigentlich könnte ich auch hier im Titelscreen bleiben. Da-da. Da. Aber wir wollen natürlich weiterspielen. Also, oh Gott, das sieht alles so anders aus. Und zwar wollen wir... Oh krass, das ist ja alles verändert. Ist ja voll geil. Genau, wir spielen einfach als Link, aka Isaac. Oh, wie geil. Ach, man startet... Oh. Okay, ob das dann überhaupt geht, ist eine andere Frage. Ich wollte... Ach, das ist ja voll geil. Boah, mit dieser Mod muss ich auf jeden Fall öfter spielen. Ich wollte als 100. Folge irgendwas Special-artiges machen. Okay, neue Räume. Ist auch sehr cool. So, bin ich mal gespannt, ob die da bleibt. Toll. Link, wie siehst du denn jetzt aus? Und als Special hat mir ein Abonnent... Aber einen Vorschlag gegeben, dass ich doch pro Ebene einen neuen Mod nehmen soll. So ein Mod-Rush quasi. Und die Idee fand ich eigentlich ganz cool. Und deswegen, da es aber noch nicht so viele Mods gibt, leider, habe ich mir überlegt, nimmst du als erstes The Legend of Zelda Mod. Da, also für die ersten zwei Ebenen dann allerdings, also für das ganze Basement. Dann... Und dann halt noch andere. Alle zwei Ebenen eine neue Mod. Und das wäre bestimmt ganz cool. Allerdings, jetzt wo ich sehe, dass wir hier mit der Isaac-Mod von Anfang an Schwert und Schild haben, weiß ich nicht, ob ich dann sofort weiterspielen kann, wenn ich denn gleich die Mod ändere. Werden wir sehen. Obwohl, so. Auf jeden Fall... Ach, wie cool ist das denn? Der hat sogar diese... Zu Herzlee. Oh, okay, ich sterbe sowieso. Nee, ich will nicht sterben. Bitte lass mich am Leben. Dankeschön. Was ist das? Egal, wir nehmen sie mit. Speed und Shot Speed up. So, sonst haben wir ja alles. Sonst ist das eigentlich ein ganz normaler One. Wir gehen den Blue Baby Pfad. Gehen also in die Kathedrale. Die auch anders aussehen wird. Hoffentlich kommen wir bis da. Und ja. Ist das nicht schön? 100 Folgen haben wir schon voll bekommen mit Binding of Isaac Rebirth. Ist schon eine Zahl. Ja, 100 ist eine Zahl. Habt ihr richtig erkannt. So, da hätte ich nur noch ein halbes Herz, wenn ich reingehe. Also lasse ich das mal lieber. Pow. Pow. Ja, in dieser Mod, um sie nochmal zu erklären, ist halt alles geändert. Aber das habt ihr bestimmt schon gesehen. Ist halt die Legend of Zelda Mod. Die Musik ist geändert zu sehr schön. Dann ist alles viel bunter. Alles sieht anders aus. Man ist Link von Anfang an. Hat ein Schild, hat ein Schwert, das leider nicht das Master-Schwert ist, wie ich das gerade sehe. Oh, das ist schade. Hätte man mal das Master-Schwert draus machen können. Naja, wir gehen auf jeden Fall in die zweite Ebene. Sind immer noch... Ne, Keller 2, okay. Das heißt, nach dieser Ebene werde ich dann die Mod ändern und dann kommt eine neue Mod. Tolle Idee, oder? Die Idee kam übrigens von Michi Straub. Michi Straub. Yay. Gute Idee. Also ich fand sie... Okay, ich fand sie gut. Genau, was sind das denn für komische Raumstrukturen hier? Okay, sogar mit zwei... Okay, warum nicht? Und wie sollen wir jetzt hier wieder wegkommen? Boah, das ist sau assig. Ach warte, ich hätte das vielleicht abfangen sollen mit einem Schild. Oh, das wäre eine Idee gewesen. Naja. Bitte nicht wehtun, sonst bin ich, glaube ich, tot. Out. Ja, gut. Gut. Wir spielen trotzdem nochmal. Ah, oh, wie cool das aussieht mit diesen... Mit diesen ganzen... Holzdingern hier. Das Coole ist ja, bald kommt The Legend of Zelda Majora's Mask raus. Für den 3DS, auch schon vorbestellt. Allerdings habe ich das viel zu teuer vorbestellt, um ehrlich zu sein. Ich habe dafür 110 Euro gekauft. Ja, für 110 Euro gekauft. Habe dafür 110 Euro bezahlt. Weil
das irgendwie alle so angeboten hatten und dachte ich, ja, ist schon normal. Obwohl die der normale Preis bei 55 Euro liegt, also schon einfach mal das Doppelte. Das können wir mal rerollen. Nehmen wir mit, dann sterben wir wenigstens nicht sofort. Und jetzt habe ich bei eBay geguckt und es kostet dann nur noch 80 Euro. Toll, oder? 30 Euro zu viel bezahlt, egal, ist mir egal. Nee, eigentlich ist das ganz schön ärgerlich. Naja, machst du nix. Für Zelda gebe ich das gerne aus. Kling. So, wir haben weder Geld noch irgendwas anderes, also gehen wir einfach mal zum Boss. Aua, ey, hör auf. Ach, guck mal, der kann uns gar nichts anhaben. Okay, hat was. Oh, Link, wieso bist du so groß geworden? Damit ich dich besser zerstampfen kann. Aber du bist doch gar nicht Mario. Oh, es tut mir leid, dass ich die Melodie mitsumme. Die ist einfach so awesome. Ich liebe einfach die ganze Musik. Was ist das? Wie bescheuert sieht das denn aus? Der Link-Körper mit dem Isaac-Kopf. Das ist alles schön. Ich freue mich auch richtig auf The Legend of Zelda Majora's Mask. Wer das Spiel noch nicht kennt, auf jeden Fall kaufen. Und wer es kennt, der hat sich das sowieso schon gekauft. Hoffe ich zumindest. Oh, ein doppeltes Herz. Nice. So, was gibt's sonst noch zu erzählen? Mein Twitter-Account wurde gestern gesperrt. Zwar nur für kurze Zeit, irgendwie nur für eine Stunde, aber trotzdem wurde er gesperrt. So richtig merkwürdig. Weil ich angeblich illegale Sachen da gemacht habe. Irgendwas Automatisiertes. Vielleicht, weil ich jeden Morgen Guten Morgen schreibe. Glaube ich aber nicht. Vor allem die sind auch nicht automatisiert. Die schreibe ich auch per Hand. Jeden einzelnen Morgen. Das fand ich sehr komisch. Und vor allem, das ist wieder am Abend passiert. So um 1 Uhr. Um 1 Uhr kommt dann Twitter an. Ja, du darfst nichts mehr schreiben. Du bist gesperrt. Und das war nicht so schön. Bin ich wieder zu spät ins Bett gekommen. Und hab wieder zu wenig Schlaf bekommen. Dementsprechend. Naja. Zum Glück habe ich eine Schule. In der Schule muss man ja eh nicht aufpassen. So. Gut, welche Ebene sind wir? Basement 2. Das heißt, hiernach, wenn wir jetzt nicht sterben, wie beim letzten Mal, dann kann ich die Mod doch endlich ändern. Obwohl die Mod natürlich sehr cool ist. Muss man ja sagen. Wir bekommen einen Damage-Up. Und dann... Wir sehen ja sowieso komisch aus. Das ist also, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt die Mod ändern. Okay, wieso geht das noch bis zur 7. Ebene, frage ich mich. Oh, wie geil sind die Katakomben denn? Ach man, die Zelda-Mod ist ja richtig cool. Die muss ich auf jeden Fall irgendwann nochmal vorstellen. Auf jeden Fall ändere ich jetzt kurz die Mod und ich hoffe, das funktioniert auch. Also bis gleich. Oder jetzt. Ja, scheint funktioniert zu haben. Wir sind auf jeden Fall wieder in den Katakomben 1. Haben jetzt trotzdem den Schild und das Schwert, leider. Aber okay, sind wir halt Mario mit Schwert und Schild. Habe ich nichts gegen. Wir sind ein böser Mario. Ja, also das ist jetzt die Mario-Mod. Die spielen wir jetzt in die nächsten zwei Ebenen. Hier sind auch wieder die ganzen Sachen verändert. Das finde ich auch richtig cool. Davon gibt es leider nicht allzu viele Mods, wo so richtig viel verändert worden ist. Aber ihr seht schon da oben, oben links unser Item, unser Yamhart, sieht auf jeden Fall auch schon anders aus. Was ist das? Okay, das ist jetzt schlecht. Was ist das? Ja, ich nehme es einfach mal mit. Numa? Mirat? Ah, okay. Oh, cool. Mirat Buddy, das ist der Abel-Typ. Abel ist das. Im Alt-Isaac wäre das Abel. So. Ey, ich habe doch ein Schild. Wie kannst du mir das antun? Na gut, wir kriegen wenigstens unseren Schlüssel wieder. Bam. Psch. Bum. Prch, bum. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwelche anderen Gegner, die anders aussehen. Wäre ganz schön. Wir können auf jeden Fall diese Truhe hier schon mal öffnen. Yay. Bomben und so sind nämlich auch alle angepasst. Den Mario-Mod habe ich ja auch neulich schon vorgestellt. In der 98. Folge, glaube ich. Oder 97. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall war das erst neulich.
Und jetzt ist er schon wieder da. Das ist auch der einzige Grund, warum ich ihn nicht als allererstes zeigen wollte. Sondern den The Legend of Zelda Mod. Ja, ja. So. Dann, was haben wir hier? Gar nichts. Auf jeden Fall nichts, wo wir gut rankommen würden. Okay, das macht es aber ja richtig einfach. Wir haben auch unseren... LOL, wir haben unseren D6 einfach abgegeben in der ersten Ebene. Für das Jammerherz. Ist das dein Ernst? Na gut, egal. Warum nicht? Dann hoffentlich ist das Jammerherz auch gut für uns. Puberty, na gut. Ich habe einfach meinen Würfel dafür abgegeben. Wow. Wow. Ich bin halt verplant. Passt schon. Von dass mir das jetzt erst auffällt. Naja. So. Ach Mann. Muss ich mir wehtun. Ich kann sowieso nicht mit diesem Messer umgehen. Viele meinen, das ist ein Auto-Win. Ich sag, nee. Nein. Für mich nicht. Vor allem, ich hab ein Schild und ein Messer. Allein das Messer soll ja angeblich schon lang. Naja. Scheinbar bin ich einfach schlecht. Die. Oder soll man das einfach nicht wegschmeißen? Oder die ganze Zeit nur wegschmeißen? Vielleicht ist das besser. Dann kann man, glaube ich, nicht mehr getroffen werden. Klar, das Messer hat halt richtig den Schaden. Richtig den Schaden. So. Aber ich kann damit nicht wirklich gut umgehen. So, wo ist jetzt der goldene Raum? Ich möchte die Musik aus dem goldenen Raum hören. Ach, die ist gar nicht anders. Na gut, kriegen wir halt die Shy Guy Maske. Yay. Wir sind ein Shy Guy. Ein Shy Guy Mario. Na gut. Dann gehen wir einfach mal zum Double Trouble Boss. Oh. Quaddle Trouble. Quaddle Trouble Boss. Oh, ey. Gut, werfe ich halt mein Messer. So. Aber dementsprechend versuchen wir auch heute gar nichts frei. Oh, schon das zweite Aussetz ab. Nice. Gar nichts freizuschalten. Deswegen habe ich auch Isaac genommen, weil wir mit dem schon alles hatten. Und das über die Hauptperson ist. Ich wollte einfach nur ein paar Mods zeigen, quasi, als 100. Folge. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn wir heute mal nichts freischalten. Sondern einfach nur hier durchlaufen. Yay. Hallo. Aber immerhin mal wieder zum Blue Baby. Da waren wir auch seit Ewigkeit nicht mehr. Okay, wir haben Curse of the Maze. Au. Sonst hätte ich ja auch mit jedem anderen spielen können, aber da würde ich dann vielleicht was freischalten und das will ich nicht. Guck mal, die Karte vibriert. Habt ihr eben gesehen? Wenn wir Curse of the Maze haben, also wenn der uns irgendwo hinschickt. Oh, so meint. Hatten wir auch noch nie. Dann wackelt die Map da oben. Ach nee, es ist... Oh, das kann interessant werden. Vor allem bei Isaac. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon gewonnen. The Soul macht Folgendes. Vielleicht, wenn wir gleich mal einen Gegner bekommen, der irgendwie Projektile spucken kann, dann könnte ich das gut zeigen. Oh, Curse of the Maze ist so nervig. Aha. Interessant. Nee, die können keine Projektile spucken. Oder geht das bei denen auch? Ich glaube nicht. Nee, eher nicht. Komm schon, gib mir Gegner, die Projektile spucken können. Ich will das jetzt zeigen. Ah, hier. Seht ihr? Die fliegen von uns weg. Die fliegen einfach von uns weg. Das macht The Soul. Ist nämlich ganz cool. Die Chance, dass einen dann die Dinger treffen, die Projektile, ist dadurch sehr, sehr gering. Man kann quasi stehen bleiben und muss gar nichts mehr machen. Ist recht nett. Au, okay, die treffen wir natürlich trotzdem. Das ist halt nur bei Projektilen so. Und ich glaube, das waren schon wieder zwei Ebenen, oder? Ja. Oh, das geht viel zu schnell. Okay. Tschüss, Mario. Sag tschüss zu Mario. Tschüss, Mario. Da, 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 da. Okay. Hier ist sowieso nichts geändert. Egal. Bis gleich. Kurzer Schnitt.
Jo, das ist die beste Mod. Das ist einfach der ganz normale Isaac. Ganz normal, einfach Isaac Rebirth. Für zwei Räume passt das schon. Aber ich habe immerhin hier Isaac. Isaac sieht rötlich aus, denn wir sind ein... shit, wie hieß der? Iron Man. Ein Iron Man sind wir. Wir sind Iron Man. Wir sind Stark. Von Stark Industries, der sind wir. Mit dem coolen Schlüsselschwert. Ja, Iron Man mit dem Schlüsselschwert. Der wollte nämlich auch immer mal bei Kingdom Hearts sein. Ist logisch, soweit. Jetzt kriegen wir hier noch einen Schlüssel. Cool, so viele Schlüssel brauchen wir nicht. So. Einfach das normale Isaac, damit ihr nicht vergesst, wie das aussieht. Ganz klar. Nein, der wahre Grund liegt darin, dass es einfach nicht so viele Mods gibt, die irgendwie die ganze Raumstruktur und sowas ändern. Upsala. Ja, hier, nimm alles, was du rauchen kannst. Rauchen kannst? Ich wollte brauchen kannst sagen. Oder rauchst du etwa meine Herzen? Oh. Sowas Gutes kann er geben. Was? Das hätte ich niemals gedacht. Sonst gibt er immer nur Spinnen oder sowas. Okay. Cool, wir sind sowieso schon OP. Wurden jetzt noch OPer. Warum nicht? So. Hallo? Gut, was kriegen wir hier noch? Capricorn Virtue. Nein, ich hab nicht mein eigenes Sternzeichen nicht erkannt. Nein. Nein, habe ich nicht. Virtue ist Jungfrau. Jungfrau. Mein bester Kumpel ist eine Jungfrau. Und das macht... Gibt uns ein Schild. Das gibt uns ein Schild, sobald wir einmal getroffen werden. Aber nur mit irgendeiner Wahrscheinlichkeit. Also nicht hundertprozentig. Oder doch? Vielleicht auch doch. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wo ist der Boss? Irgendwie kommt mir das jetzt hier voll langweilig vor. Das normale Isaac. Wenn man eben die Mods gesehen hat mit der anderen Musik und so. Kann aber auch daran liegen... Oh, okay, wir haben auf jeden Fall ein Schutzschild bekommen. Kann daran liegen, dass ich zu viele Folgen schon aufgenommen habe. Mit dem normalen Isaac. Und wenn da dann halt so alles bunt ist und so, dann ist das schon gewöhnungsbedürftig, hier wieder das alte zu spielen. Naja, hallo The Gate. Na du. Okay, ich komme nicht genug an ihn ran, ohne Schaden zu bekommen. Pow. Okay, mit dem Schwert geht das echt schnell. Kriege noch ein Speed-Up. Vielleicht hier noch irgendwas Gutes. Ein Katzen-Item. Wir haben noch kein Katzen-Item. Wollen wir? Wir wollen. Mein Katzen-Item. Okay. Dann mal ab in die Marm-Ebene. Marm-Ebene. So. Auch noch. Cool, haben wir wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Meine Hunde haben eben gebellt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand zu Hause ist. Eben war ich noch alleine. Ah, ein Herz. Danke, Spiel. Plup, plup. Nein, ich will nicht von euch getroffen werden. Danke der Nachfrage. Dieses Teil, das uns der Bettler gegeben hat, der Teufelsbettler, nenne ich ihn einfach mal, das macht... Doch, der ist tatsächlich immer noch raus. Wer ist das? Wer ist da nach Hause gekommen? Was? Meine Eltern jetzt schon? Okay, scheinbar habe ich ganz schön lange mein Mittagsschläfchen gehalten. Hä? Die waren eben erst weggefahren, um zu essen. Und jetzt sind sie schon wieder da. Naja. Was auch immer. Ja, wie gesagt, ich war ja gestern. Bin ich erst um 2 Uhr zu Bett gegangen. Und deswegen bin ich jetzt müde. Und deswegen... habe ich halt geschlafen. Für eine Stunde oder so. Was denn? Den Bosswasch? Oh ja, locker. Oha, okay. Wollen wir den Bosswasch machen, damit wir künstlich diese Folge länger machen? Okay, machen wir den Bosswasch. Oh, Forget Me Now. Hatten wir auch noch nie. Dann würden wir das auch frei... Wir nehmen Forget Me Now mit, setzen es ein, dann können wir die Ebene nochmal machen. Haben wir jetzt eigentlich das Polaroid trotzdem? Ja, müssten wir ja eigentlich.
Ja, wir haben das Polaroid. Jetzt können wir nochmal Motive siegen. Und kriegen dann auch das Negativ. Wie cool ist das denn bitte? Aua. Das hat schon was. Erstmal in die Pubertät kommen. So. Plop, 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 plop. Okay. Oh, Geld. Mein Geld. Ich mag Geld. So, noch ein Bettler. Hier, die Bettler haben wir auch letztes Mal schon gesehen. Aber wenn die einen jetzt ein Item geben, dann werden sie es auf diese Stacheln drauflegen. Wenn der Bettler um solche Stacheln rum ist oder solche Stacheln um sich rum hat, dann wird er ab sofort seine blöden Items auf diese Stacheln drauflegen, weil er einfach ein Assi ist. Das auch in dem... Hä? Okay, das ist komisch. Laut den inoffiziellen Patch Notes soll der das auf die Stacheln legen. Und das hatten wir ja auch einmal. Vorführeffekt. Genau, denn wenn ich das sage, dann macht das natürlich nicht. Blödkopf. Der macht immer das, was er nicht will. Naja, zumindest haben wir ein Lebensupgrade bekommen. Und ihr könnt ja 2, 3 Folgen mal zurückgucken. Da hat er das in die Stacheln gelegt. So. Obwohl, heute kam ja wieder ein Patch. Heute kam wieder ein Patch. Zweimal Puberty, nochmal, yay. Allerdings wieder ohne Patchnotes. Ich weiß also nicht, was wieder geändert worden ist. Irgendwie hauen die keine Patchnotes mehr raus. Keine Ahnung. Aber scheinbar haben sie das wieder weggenommen mit diesen Stacheln, weil das... Vielleicht haben sich ja zu viele beschwert. Kann sein. Ich nicht. Ich habe mich nicht beschwert. Obwohl das ganz schön assig ist. Naja. Dürfen ja machen, was sie wollen von mir aus. Solange das Spiel immer noch cool bleibt, ist alles gut. So. Oh, die Stopwatch. Machen wir es uns einfach noch ein bisschen einfacher. Okay, okay. Richtig der OP-One. Oh, aber wir haben auch von Anfang an Schild und Schwert gehabt. Schild und Schwert, vor allem. Schild und... Ja, ich nenne es mal Schwert. Weil es ja von Anfang an Schwert war und jetzt ist es ja auch ein Schlüsselschwert. Also von daher nehmen wir noch ein bisschen die Maschine aus, einfach damit wir die Karte haben. Und wir da weniger Geld drin haben, bis wir wieder bei Null sind. Dann können wir wieder von Anfang an anfangen. So. Ey. Los, geht auf, meine Freunde, geht alle auf. Nö. Ein blauer Stein, ich sehe keinen. Hallo Mutti, was ist, wenn ich zweimal Polaroid mitnehme? Bringt nichts, oder? Ich glaube, das bringt nichts. Ja, los, komm her. Dann stampf halt. Sehr schön. Nehmen wir noch das Negativ mit. Gehen nochmal in den Boss verschreien. Okay, so haben wir das doch schön in die Länge gezogen. Aber davon will ich nichts. Das ist ja alles doof. Nee, davon will ich dann wirklich nichts. Na gut. Dann gehen wir. Ah, ich hab den Utero vergessen. Den Utero gibt's ja auch noch. Oh nee, ich habe für den Utero keine Mod. ja gut, ich könnte den Charakter wechseln oder so. Oh nee, ich habe den Utero wirklich vergessen. Ich habe nur mit 6. Okay, wenigstens eine XL-Ebene. Okay, gehen wir ja ganz schnell durch. Das seht ihr gar nicht. Das seht ihr gar nicht. Das ist alles gemoddet hier. Alles seht ihr. Ganz große Räume und so. Alles groß. Ich könnte nochmal die Zelda-Mod reintun. Für diese XL-Ebene. Soll ich den Zelda-Mod reintun? Ja, komm. Ich tue jetzt nochmal die Zelda-Mod rein. Einfach so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Spielen wir halt mit der Zelda-Mod. Sieht vor allem das viel cooler. Oh, ich liebe die Zelda-Mod. Was ist da los? Letztes Mal habe ich die ja gar nicht voll ausgekostet. Die muss ich auf jeden Fall nochmal neu aufnehmen. Wie schon gesagt. Und da werde ich dann auch einfach mal das Schwert ändern. Zu dem Master-Schwert. Sieht bestimmt viel cooler aus. Und dann ist das Feeling auch ganz anders. Oh, die Musik. Und dann machen wir jetzt einfach nochmal Womp XL. Als Zelda, also als Link. Mit der Zelda-Mod. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Ist, glaube ich, cooler als einfach nur das normale Isaac. Ja, shit. Ich hab echt The Womp vergessen.
Echt unglaublich. Ich habe damit mit 6 Ebenen gerechnet. Ist schon komisch. Egal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Was soll das darstellen? Ja klar, das ist so ein Magiepot. Wie aus dem Zelda, aber... Was bringt das? Herz? Ist das ein Herz? Ergibt ja keinen Sinn. Was ist das dann? Wisst ihr, was das darstellen... Also, was das bringt? Ich weiß es nicht. Oh, aber die Herzanzeige ist so sau cool. Die ganze Mod ist cool. Ich werde auch die ganzen Mods in die Beschreibung reinpacken. Das heißt, die ganzen sind nur 3 Stück. Aber trotzdem... Die 3 Mods werde ich in die Beschreibung packen. So. Damit ihr die dann auch irgendwie benutzen könnt, wenn ihr das dann versteht, was da so beschrieben wird. Ist nämlich ein bisschen komisch. Eigentlich nicht kompliziert. Man muss es einmal, aber muss es irgendwie einmal gemacht haben. Damit man da durchblickt, wie das mit den ganzen Mods funktioniert. Aber eigentlich sind auch überall Installationsanleitungen bei. Also von daher kriegt ihr schon hin. So. Ein Stachelraum muss eigentlich nicht sein. Okay. Oh nee. Die Uhr sieht schön aus. Ich mag die Uhr. So, fragt mich nicht, warum ich hier reingegangen bin. Hier hätte gar nichts drin sein können. Oh. Ah, guck mal. Hiya! Au, hiya! Wow. Haben die Dinger mich überhaupt schon mal irgendwann wehget? Egal. Hiya! Das war es mir wert. Stimmt, wir haben auch noch so Wafer. Das heißt, wir verlieren immer nur ein halbes Herz. Hat auch was. Wir sind einfach nur richtig OP. Das Spiel will, dass wir gewinnen. Tudeling. Attacke! Wir brauchen kein Geld, deswegen lassen wir das einfach mal da. Obwohl, da war auch noch ein Schlüssel. Ah, wollen wir den Schlüssel? Ich brauche den Schlüssel für die Chest. Tudeling, tudeling. Na gut. Meint ihr in der goldenen Truhe, die da ist? Oh, schieß nochmal, schieß nochmal. Haha. Deine Projektile können nichts gegen uns ausrichten. Tscha, tschu, 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 tschu. So muss man angreifen. So geht das. Tschu, tschu, tschu. Auch wenn man dadurch ganz viele Leben verliert. Ist egal. Sieht viel cooler aus. Hui, hui. Okay, cool. Achso, guck, da haben wir schon den Boss. Kong-Quest, hallo Kong-Quest. Deine Dinger treffen uns nicht. Wir haben nämlich The Mind. Nee, The Mind? Nee, The... Wie heißt denn das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir fliegen. Wo ist eigentlich unser Ei? Achso, stimmt. Wir haben Forget Me Now eingesetzt. Guck mal hier. So ein Thron. Ganz kleine Throne. Voll süß. Na gut, hallo Idlis. Achso, die können uns sowieso nicht treffen, ne? Eigentlich. Oh. Na gut. So, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich nochmal kurz schneiden muss oder nicht. Auf jeden Fall gehen wir in die Kathedrale. Und eigentlich habe ich hier nämlich ein Mod installiert. Ne, sieht nicht anders aus. Na gut, dann muss ich leider nochmal schneiden. Auch wenn die Musik von dem Zelda viel geiler ist. Egal. Wir sehen uns jetzt wieder. So, da sind wir wieder. Denn das sieht doch viel cooler aus. Ich habe einfach mal die Musik von The Legend of Zelda drin gelassen. Weil die vielleicht ein bisschen stimmiger ist. Oh, I like. Das ist eine Basilika, falls ihr es nicht erkennt. Der Mod ist auch in der Videobeschreibung. Der ist auch erst seit neuestem draußen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sieht schon cool aus, vor allem mit der Musik. Die Musik von Zelda passt eigentlich voll gut dazu. Aber die Musik von Zelda passt sowieso überall dazu. Überall. Klingt voll düster. Naja.
Autsch. Bolzo hat mir weh getan. Das tat weh. Wenn Bolzo mir weh tut, tut das weh. Wie hätte ich damit rechnen sollen? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist hier alles weiß und schön. Bin mal gespannt, wie es... Au. Bei Blue Baby aussieht. Ich glaube, da ist das wieder normal. Da, 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 da. Oh, ich könnte die Zelda-Musik eigentlich voll drinnen lassen. Oder? Zumindest für die letzten Ebenen hier. Auch für den Geheimraum. Oh mein Gott, das ist so schön. Und wir kriegen noch das Small Rock. Okay. Im Geheimraum einfach das Small Rock bekommen. Warum nicht? Are you a Wizard? Warum nicht? Autsch. Das tat weh. Da hinten liegen noch Herzen rum, habe ich gesehen. Können wir gleich mal einsammeln. Tour of Hearts, okay. Dann haben wir sowieso unendlich Leben. So. Wo bist du, Isaac? Ich werde dich ja doch finden. Ist er ja. Oh, die Musik, man könnte da einfach zuhören und einfach gar nichts sagen. Das wäre auch schon genug. So. Hallo Isaac, er wird uns sowieso nicht treffen, weil wir unser Schild haben und The Mind, das nicht The Mind heißt, sondern The Soul oder so. Oder ist das vielleicht doch The Mind? Keine Ahnung. Wie die einfach alle von uns weggeflogen sind. Das ist sau OP. Egal. Kann sein, dass die Folge voll kurz wird. Ja, es kann sein. Kann sehr gut sein. Gut, wenn man von Anfang an so OP ist, ist das auch kein Wunder. Und wir sind in der Chest. Die sieht leider nicht anders aus. Okay, das ist schade. Allerdings... Ach, guck mal. Wenigstens ein neues Item. So, erstmal Technologie 2. Jetzt können wir dazu auch noch schießen. Fliegen brauchen wir sowieso nicht mehr. Cut and Run ist eigentlich ganz cool. Shot Speed Up. Und das ist cool. Fußradar. A.K.A. Schubdawup. Ach schade, jetzt haben wir den Helm nicht auf. Eigentlich hat man dabei auch noch so einen Helm auf. Hätten wir jetzt nicht Technologie wahrscheinlich. Dann hätten wir noch einen Helm auf. Und ja, wie ihr es eben schon gelesen habt, ist das einfach nur Schubdawup. Halt mit den Fußradar Helm. Aus Skyrim, wer das nicht kennt. Aber ich glaube, das kennt jeder. Und eigentlich hat man da halt noch den Helm auf. Naja. So. Und eigentlich ist der Text auch anders. Warum das jetzt gerade nicht so ist, weiß ich gar nicht. Müsste ich nochmal rüber gucken. So, auf jeden Fall nehmen wir einfach mal die Pinking Cheers mit. Denn die könnte uns auch noch gut behilflich sein. Au. Au. Oh nein, wir verlieren voll viele Leben. Hä, haben wir nicht den Wave? Doch, wir haben den Wave, aber wieso verlieren wir trotzdem ein Leben? Oder haben wir nur ein halbes verloren? Keine Ahnung. Ne, stimmt, wir verlieren tatsächlich nur die Hälfte. Na gut. Are you a wizard? Are you a wizard? Yay. Wie wir bitte aussehen. Einfach so ein Zauberer mit so einer blöden Schleife auf dem Kopf. Okay, sehr schön. Nehme ich gerne mit. So, und wo wird jetzt der Boss sein? Oh, wir müssen echt den ganzen Weg hier laufen. Na gut. Wird die Folge wenigstens länger als 20 Minuten. So. Eure Projektile können uns nichts anhaben. Gebt auf. Okay, ich glaube, wir haben Schaden verloren, dadurch, dass wir den Laser aufgehoben haben. Guck mal, wie lange wir brauchen, um die anzugreifen. Ach, oder trifft unser Schwert... Okay, kann auch sein. Vielleicht hat unser Schwert gar nicht getroffen, sondern nur der Laser eben. Deswegen haben wir so wenig Schaden gemacht. Das wäre sogar logisch. Was? Logisch?
Ach, da lebt noch eine Spinne, ja? Hast du dich versteckt? So, ich denke, hier oben ist nicht der Boss. Nein. Dann denke ich, er ist hier links auch nicht. Hätte aber ja sein können. Na gut, zwei Schlüssel brauchen wir nicht. Dann ist er hier irgendwo unten. Höchstwahrscheinlich ist er dann irgendwo hier unten. Ich habe ein Schild, jetzt kannst du mir gar nichts mehr. Haha. Ich halte dich auf. Hör auf, hier so komisch rumzudashen. Stirb. Perfekt. Schon wieder zwei Schlüssel. Pow. Na, wenigstens passt die Musik, ne? Wenigstens das. Oh nein, Cave. Nein, warum? Ich will nicht gegen Cave kämpfen. Vor allem nicht gegen zwei. Immer zwei Caves. Ich bin immer noch richtig froh, dass wir... Okay, jetzt habe ich sowieso ein Schild. Dass wir keine zwei Caves in den Lost One hatten. Weil das hätte ich auf keinen Fall hinbekommen. Naja, wir gehen einfach mal zum Boss. Hallo, guck mal. Ich hab keinen Körper mehr. Der Körper macht das. Ich stelle mich in die Ecke und mache gar nichts. Ich spiele ein bisschen mit den Tränen rum, die er wegschießt. Hihihi, au, was? Ah, er hat uns getroffen. Wir müssen ihn angreifen. Ah, Hilfe, nein, ah Gott. Puh, das war knapp. Das war echt knapp. Hilfe, ich hatte schon Angst. Ja, gut. Das war dann die 100. Folge. Die ist jetzt zwar ein bisschen sehr kurz, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Könnt ihr mal in die Chest gehen. Dann hören wir noch ein bisschen den Titelscreen von The Legend of Zelda. Auch wenn der jetzt nicht mehr da ist. Yay. Das war doch ein OP-One. Ist das nicht toll? Ja, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die 100. Folge ist bei einer Weise Rebirth. So ein paar Mods, die ich aber sowieso schon vorgestellt hatte, aber nochmal alle aneinandergereiht. Das fand ich eigentlich war eine ganz nette Idee. Leider gibt es halt noch nicht so viele Mods, um das für jede Ebene neu zu machen. Das meiste sind halt wirklich... Mods, wo dann die Charaktere verändert wurden, wie ich das auch mit Dizzy gemacht habe. Oder halt irgendwelche Items etc. Und nicht die ganze Raumstruktur. Ja, ja. Da, da. Gut, und dann würde ich sagen, bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Auch bedanke ich mich an Michi Straub nochmal für die Idee. Das war cool, danke. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr noch morgen wieder einschalten würdet bei der 101. Folge. Und dann. Tschüss.